Okay, pass auf, wir machen das. Wir machen nämlich jetzt folgendermaßen. Jetzt ist gerade das Licht übrigens komplett aus. Ich will kurz was machen. Ich habe was. Mir fehlt was im Inventar. Gut. Mir fehlt was. Ich hatte eben was im Inventar gehabt. Das fehlt mir jetzt. Gut, dann ist das eben so. Nicht so schlimm. Die kommt jetzt sowieso wieder. Ich muss einfach schnell, schnell, schnell aufreißen. Ich kann aber nicht schneller laufen. Oder? Ja, fuck die Waldfee. Jetzt komm! Mann! Da hängt was. Und ich kann mein Inventar nicht öffnen. Das ist extra so gemacht. Ich kann mein Inventar nicht öffnen. Ich kann nichts tun. Ich kann mein Inventar nicht öffnen, Leute. Ich kann nichts. Gott. Gibt es dazu eine Übersetzung? Ist ein Gedicht? Hm. Kerzen. Ach, jetzt habe ich wieder das Inventar. Hier liegen Kerzen, ich sollte die mitnehmen. Aber ich habe alles mögliche Zeugs. Einen Haufen Zeugs dabei. Das ist so doof, dass unser Inventar immer so voll ist. Ganz ehrlich, ich nehme die Pillen weg. Pillen noch nie genutzt. So, aber eine Kerze mit. Hey, schön, dass ihr so hier abhängt und so. Okay, da ist eine Tür. Aber ganz ehrlich, ich guck mal ganz kurz durch den Raum. Es macht mir gerade so viel Spaß, Leichen zu sehen oder Puppen oder was es ist. Scheint einen Mond darzustellen. Okay. Mond. Ein Auge. Scheint ein Auge darzustellen. Sag mal, jetzt hätten sie was hinten auf dem Popo kleben sollen. Ja, auch lustig. Was ist das bitte? Das scheint gar nichts dargestellt zu sein. Okay, wenn du das sagst. Sagt mir das denn jetzt überhaupt alles? Sieht wie aus wie ein. Sieht eher aus wie ein Kind mit einem Kleid. Totenkopf. I don't know. Ein Schatten. Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal gegen die. Ich schlag mal gegen die Kollegen hier.
Nix. Hab ich mir schon gedacht. So, Feuerzeug nehmen wir mit. Also eine Kerze habe ich dabei. Okay. Das mit das Gedicht, hier, ich kann es ja nochmal zeigen, war ein bisschen doof, weil ich will das gerne übersetzt bekommen. Two-sided Moon. Was steht da? Was steht da? Clouded Vision. Guilty Shadow. Wir testen mal was. Also ich gehe jetzt mal kurz gucken, ob ich hier irgendwas machen muss. Fucking dunkel. Schon wieder so ein Hebelsystem. Ach, der Hebel. Den brauchen wir auch noch. Vielleicht gibt es hier einen Hebel. Einen Hebel brauchen wir für dieses eine. Hier, guck da. Genau, da kommt noch so ein Hebel rein. Ja, da fehlt überall eine Kurbel. Kurbel gibt es überall wieder nicht. Kurbel finden. Kurbel finden. Kurbel finden. Bestimmt irgend so eines von diesen Systemen hat eine Kurbel, oder? Auch nicht. Schön, dass immer genau diese Ecke mit der Kurbel angedeutet ist. Also mit Licht. Finde ich ganz gut gemacht. Omi, bist du hier? Sag das aber jetzt nicht, dass du hier bist. Da habe ich jetzt echt gerade keine Lust. Ich habe echt keine Lust auf Omi. Schade. Kurbel gibt es nicht. Dann würd ich bestimmt das Rätsel lösen müssen mit diesem. Ja. Ich muss runter wieder. Ich muss das Rätsel lösen mit dem Moon, mit dem Shadow, mit dem. Weiß nicht. Das ist immer, dass ihr immer sowas seht. Ich sehe das nicht. Da lag ein Zahnrad. Wo lag denn bitte ein Zahnrad? Wo liegt hier? Kann ich das hier vielleicht aufheben? Wo hast du ein Zahnrad gesehen? Rechtsklick? Ach so, okay. Dann kann man das übersetzen. Dankeschön. Zweiseitiger Mond, das haben wir ja in den Nebeligen verschwinden. Also, wir hatten ja gesagt, das war der Mond, ne? Zweiseitiger Mond, der in einem Nebel verschwindet, legt sich jungfräulich in seinen schuldbeladenen Schatten. Na, 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 futsch damit. Wie komme ich jetzt wieder wegklicken hier? So. Aber schön, dass es jetzt gerade so schön erhellt wird. Ich habe auch keine Ahnung, was ich machen muss. Da lag was?
Schön, dass das aber alles so schön hält jetzt gerade ist. Jetzt sieht man was Besseres. Okay. Habt ihr echt da was gesehen? Ach, da liegt wirklich was. Habe ich echt nicht gesehen, Leute. Mega. Ich habe es nicht gesehen. Und da bin ich zweimal dran vorbeigerannt. Ich habe überall geguckt, aber nicht auf diesem Kant, auf diese Kante. So. Also, ich muss. Ich muss. Legt sich jungfräulich in den schuldbeladenen Schatten. So, müssen wir mal gucken. Wir müssen das ja hier drehen. Ich weiß ja nicht, was da passiert. Ich habe keine Ahnung. Wir können das ja mal testen. Kann man das eigentlich jetzt so mit. So, pass auf. Ich will mal gucken, was dann passiert. Jetzt kommt hier das Licht hier unten hin. So, jetzt ist die nämlich. Jetzt ist die Frage, wer kommt. Das ist der Schatten. Der Schatten kam. Oh, das sieht aus wie ein Schmetterling, ne? Ja. Das ist der Mond. Ist der Mond denn schon, ist das schon geöffnet? Ja, ne? Pass auf, der Schatten ist, also muss ich den Schatten beleuchten, ne? Einmal, es wäre hier. Das wäre das ganz rechts hinten oder ganz reinkommen und dann geradeaus. Okay, müssen wir mal gucken. Vielleicht geht das ja. Ich habe gerade keine. Ich muss ganz ehrlich gerade sagen, ich habe gerade keine Ahnung, was ich tun muss. Versuchen wir es einfach mal. Das, was auf dem Dings steht, beleuchten wir mal. Das kann ich ja wieder zumachen, ne? Inventar. So. Hier. Was war noch? So, der Mond muss beleuchtet sein, ne? Ich weiß nicht, ob der schon beleuchtet ist. Ist der schon beleuchtet? Oder nicht? Das verstehe ich nicht so ganz. Gab es hier noch irgendwas? Bin ich mit meinen Ideen richtig, dass ich die beleuchten muss? Oder wie? Ich habe keine Ahnung. Finde ich voll cool gemacht übrigens, dieses ganze System hier.
Jetzt ist die Frage, so, dass das andere war ja jetzt noch mal E drücken. Rechte Maustaste. Clouded Vision. Das ist ja nebelige. Das verstehe ich nicht. Was kann das noch sein? Was warst du? Du warst irgendwas. Keine Ahnung. Ein Schmetterling war da, ein Auge war da. Ein Totenkopf war da. Das weiß ich nicht, was das ist. Sieht freaky aus. Ich habe keine Ahnung. Hast du irgendwas? Was bist du? Gar nichts darstellen. Totenkopf. Ich weiß nicht, ob ich den Stuhl zumachen muss. Ich kann den mal zuschließen. Ich würde gerne den Stuhl schließen und den hier öffnen. Mal gucken. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst noch machen muss. Sieht aus wie so eine Vision, sagen wir mal so. Würde ich einfach mal so rausinterpretieren. Ich mache den Stuhl jetzt mal zu. Pass auf. So. Ah, das kann ich nicht verwenden, das bleibt. Okay. Okay. Also, ich habe jetzt drei geöffnet. Den Schatten, den Mond und für mich diese eine Schattenvision oder sowas. Den Stuhl kann ich nicht schließen, der bleibt offen. Da wird bestimmt jetzt nachher einer sitzen. Was kann das denn sonst sein? Nochmal lesen. Clouded Vision and Guilty Shadow. Inmitten eines nie endenden, rollenden des Traumes. Mond, der Nebel verschwindet, legt sich jung. Ich habe keine Ahnung. Hat sonst echt keiner eine Ahnung? Was könnte es sonst sein? Sonst gibt es doch nicht keinen anderen mehr, oder? Hier gibt es keine mehr. Also ich denke mal, der wird falsch sein dann doch. Dann versuche ich den Totenkopf vielleicht mal. Der war aber eben schon, ne? Ich versuche das jetzt einfach mal. Mal gucken. Vielleicht geht das ja. Das ist eine gute Idee. An den habe ich gar nicht mehr gedacht. Auge, Mond und Schatten. Auge. Ja, mach mal ein Auge. Und dann sollte man einen Kompass versuchen. Ja? Einen Kompass kann man ja vielleicht mal testen. Vielleicht zeigt der ja irgendwas an. So, machen wir das hier wieder zu. Das Auge war nämlich da hinten. Daran kann ich mich noch daran erinnern. So, machen wir das zu. Auge. Warum denn das Auge? Warum das Auge? Nochmal lesen, ganz kurz. Ich will es noch mal einmal wissen. Keine Ahnung. Entschuldigung, ich bin am Rand gelaufen. Jetzt passiert hier irgendwas noch. Oder auch nicht. Yummy, yummy.
was die alles für Level-Designs gebaut haben, ne? So alte Bunker, voll krass hier. Das ist ja mal eklig. Aber wenigstens noch eine Tür am Ende des ausgegrabenen Bunkers. Okay. Habt ihr verstanden? Der Stuhl ist weg, ja, wir können jetzt endlich runter. Der Strom ist ausgeschaltet worden. Wo war das nochmal? Hier ist mein Licht ausgemacht worden. Hä? Wieso geht das nicht? Die war nackt. Hier ist Licht. Ich will ja nicht mehr rein. Die Omi ist nackt. Die Omi ist nackt jetzt unterwegs. Jetzt reicht's. Die war nackt. Und die ist weggekrochen. Bäh. Omi, ey. Jetzt mal ganz ehrlich, ey. Kommt ihr auf mich zu? Ich weiß nicht, wie ich gegen die Oma kämpfen kann. Ich glaube nur mit dem Feuerzeug oder ach, nicht mit dem Feuerzeug, wegen wegrennen oder was meint. In welchem Raum war noch mal dieses riesengroße Jesuskreuz, wo wir die Kurbel brauchten? Wisst ihr das noch? Wo war der Raum noch mal? Schnüchen, gute Nacht. Omi. Omi, wir werden keine Freunde. Wo war der Stromraum nochmal? Wo war der Stromraum nochmal? Ach Mensch. Ich muss das Licht wieder anmachen. War der Stromraum nochmal? Ach Mann, dass es ja keine Karte gibt. Wo war der Stromraum nochmal? Ich springe gerade runter, deswegen dauert das so lange.
Das ist aber ein richtig schweres Kapitel, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich irgendwie unangenehm. Was sagst du denn dazu, Dolores? Bring me my child. Aber lauf mir doch nicht die ganze Zeit hinterher. Jetzt haben wir wenigstens die Kurbel. Wo war der Stromraum nochmal? Ich weiß es echt nicht mehr, Leute. Hier haben wir nichts machen können, ne? Gute Nacht euch Lieben, die alle gerade raus sind. Da, wo der Fernseher war, da ist ein Stromraum gewesen. Reicht das Licht, um wieder gut zu werden? Ja, ne? Ja. Das reicht. Hier rein? Hier rein? War das das? Weiß ich gerade nicht mehr. Hier war. War das nicht das Zimmer mit dem. Mit dem. Nee, das war. Das war das Bett. Ich brauche hier immer noch die Infusion oder die Fusion-Dings. Weiß jemand, wo der Stromkasten noch mal war? Oh Mensch, der ist echt, kann mir echt den ganzen Scheiß nicht merken. Ach, da unten. Also doch. Ah, da war ich, waren wir ja gerade. Verdammte Hacke. Fuck die Waldfee. Ich würde gerne wissen, wie ich den Kompass nutzen kann, sonst würde ich den gerne mal wegschmeißen. Ja, da stimmt. Ich hatte das vergessen. Das mit dem Schild, da war der gewesen. Im Dunkeln hier rumlaufen ist so schrecklich. Wenn er immer so schnell laufen würde, das wäre schön. Aber das macht er ja nicht. Stimmt. Blöde Omi. Omi, ich habe Licht wieder angemacht. Kannst mich mal am A. So. Und nun weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wo ich hin muss. Nochmal. Wo ist das Zimmer oder der Spiegel, wo die Jesus-Kreuzigung war? Das Kreuz von Jesus. Wo war das? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, Leute.
neben dem Stromraum? Hier? Da waren wir noch nicht drin. Hat noch kein Schlüssel funktioniert, ne? Nee. Ja, genau. Da musste ich durch die Wände laufen. Wo war das nochmal? Da war diese eine Tür versperrt, dann bin ich durch den Schlitz und auf der anderen Seite vom Schlitz durch. Aber welcher Spiegel war das? Ah, ja. Stimmt. Seaside, richtig. Das kann sein. Ob es das ist, werden wir sehen. Nein, nicht zumachen. Ich hasse die Türen wieder aufzumachen. Komm. Komm schon. So, jetzt. Ja, sauber. Ihr könntet, wie ihr euch sowas merken könnt, ey. Ich bin echt beeindruckt von meiner Community, wie gut ihr seid. Da liegt ein Feuerzeug. Ich habe übrigens immer noch mein Feuerzeug nicht einmal verbraucht. Hm, gut. Schon wieder? Hatte ich doch schon alles gemacht? Oder weil ich gestorben bin, ist das alles nochmal gelöscht worden? So, jetzt kurbeln wir mal. Was trinken. Hier ist Wasser. Warum kann man hier. Warum ist hier Wasser? So. Ach, ich bin noch gebückt. Ich wollte gerade sagen, warum bin ich so klein geworden? So, jetzt kurbeln wir hier mal. Hier unten, so. So, dann haben wir das nächste Rätsel ja auch schon mal gelöst. Ist was gebracht? War jetzt ziemlich nah. Mal gucken, was wir da machen können. Ein Messer. Warum auch immer ich das Messer brauche. Kurz positionieren für ein Foto. Thumbnails. Blutiges Messer. Für was brauche ich jetzt ein blutiges Messer? Für was brauche ich das blutige Messer? Warum brauche ich das für? Nee, ich kann das Messer nicht nutzen. Also ich kann damit jetzt nicht kämpfen. Okay, diese Oma hier. Was war eigentlich hier nochmal? Hier sind wir letztes Mal auch schon runtergesprungen. Ach ja, da kommen wir ja wieder runter zu dem Schuttweg. Stimmt. So. Sind wir schon wieder am richtigen Weg? Nee. Ist jetzt eine Frage, soll ich mal das Feuerzeug mal tauschen? Ich habe keine Ahnung, meins schon lange nicht mehr gut ist. Oh, das ist sogar noch an. Kann ich gar nicht mehr aufheben, oder was? Nee. Hä? Was ist denn jetzt los? Keine Ahnung. Ist aber so. Es ist so, wie es ist. So, das Feuerzeug bleibt ja an. Mal gucken, ob das nachher noch brennt. Kompass im Hof. Meint ihr das? Was wird was bringen? Jetzt ist wieder meine nächste Frage. Wo war der Hof nochmal? Wo habe ich mich gerade erschreckt? Wo war der Hof nochmal? Oh.